Corona-Krise besteht schon seit Monaten. Anfangs allerdings nicht in Europa, sondern in Asien. Und auf einmal ist auch hier in Europa alles anders. Nachdem Italien einen nicht mehr zu stoppenden Ausbruch mit einer erheblichen Anzahl von Infizierten und Toten zu verzeichnen hat, zieht das Virus auch hier weite Kreise. Angekommen in Deutschland verhält sich die Infektionsrate ähnlich wie in Italien, eben nur mit 2 Wochen Verzögerung. Schließlich wird am 22. März 2020 die Notbremse gezogen. Die Regierung beschließt eine Kontaktsperre. Es handelt sich zwar nicht um eine Ausgangssperre, allerdings sind Ansammlungen von mehr als 2 Personen untersagt. Geschäfte schließen, Firmen schicken womöglich ihre Mitarbeiter ins Homeoffice oder stellen den Betrieb ein. Vereinzelt gehen Fußgänger durch menschenleere Straßen zum Einkaufen. Einsam ziehen Jogger ihre Runden. Schulen, Kindergärten und Spielplätze sind geschlossen. Vielbefahrene Straßen und Autobahnen sind verwaist und in den Innenstädten sind nur noch die wichtigsten Geschäfte und Marktbetriebe geöffnet. Shutdown. Doch wie geht es den Menschen in dieser Zeit? Was hat sich für den Einzelnen geändert? Ich finde es ganz fürchterlich, dass man zum Beispiel gar keinen Termin mehr bekommt beim Arzt, beim Zahnarzt, wie auch immer, muss ganze Schutzmaßnahmen einhalten. Man kann Freunde nicht mehr treffen, man kann nicht mehr ins Kino gehen, man kann nicht mehr einkaufen gehen. Das ist alles mit sehr viel Schwierigkeiten verbunden. Aber ich habe einen Bekannten und mit dem verbringe ich jetzt auch viel Freizeit. Ich werde mit dem ganz oft rausgehen. Jeden Tag gehen wir jetzt immer 1 oder 2 Stunden spazieren. Und jetzt bin ich wieder angefangen zu malen, habe Acrylfarbe mir gekauft und Pinsel. Und jetzt werde ich jeden Tag etwas malen, großes Bild, kleines Bild. Und vielleicht hänge ich die mir auch in der Wohnung mal auf. Aber da kommt Ruhe rein, man kommt auf andere Gedanken und ist eine schöne Abwechslung. Und ich mache das sehr gerne. Man kann sich nicht mehr mit Freunden treffen. Ja, man ist abgeschottet von allen, von den Bekannten, von der Familie, von dem Freundeskreis. Und ja, so das Einzige, was noch, sag ich mal, wo man den Kontakt aufrechterhalten kann. Ich hatte letztens mit meiner Mutter über WhatsApp ja, ein Anrufervideo gemacht. Ja, einfach mal auch so, um zu gucken, wie es denen geht. Dadurch, dass keine Ausgangssperre herrscht, sondern nur eine Kontaktsperre, ja, genieße ich die Zeit draußen. Jetzt momentan noch mit dem Wetter passt das eigentlich ganz gut. Ich versuche aus der Zeit das Beste rauszumachen und gucke, dass wir die Zeit so gut wie möglich dann überstehen. Ja, meine Prioritäten sind halt anders geworden, ne? Ich habe jetzt einfach Zeit oder viel mehr Zeit, dadurch, dass ich zu Hause bleiben muss, für meine Meerschweinchen zum Beispiel. Ich kann die jetzt viel öfter rausholen mit den Kuscheln und mich mit dem beschäftigen. Und auch im Job hat sich einiges geändert. Also bisher war es noch alles normal, konnte man meinen Plan halt füllen. Aber ja, wie es jetzt nächste Woche so aussieht, weiß ich nicht. Es ist schon so, dass ich mir ganz, ganz oft die Hände waschen muss und ganz oft die Hände desinfizieren muss und Mundschutz tragen muss und sowas, was ich halt vorher nicht so gemacht habe. Ich renne jetzt nicht dauernd mit Mundschutz durch die Gegend. Ja, und in meiner Freizeit ist es halt so, dass wir dann halt mehr Zeit mit meinem Partner verbringe ich dann oder ja, dann kocht man halt zusammen alles, was man so drin machen kann. Ja, ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder ein ganz normales Leben wieder führen können. Wir dürfen alle nach draußen, können unsere Freunde treffen und ich hoffe, dass die Zeit nicht so lange wird.